Im ersten Satz, da ließ Petr Korbel seinem Gegner aus Frickenhausen überhaupt keine Chance. Der Grund dafür lag unter anderem im Rückschlag von Dingy. Hier zu beobachten, viel zu hoch. Kein Problem für Korbel, mit der Vorhand zu punkten. Und das passierte ganz, ganz oft. Mit 21 zu 10 ging dieser Durchgang an Grenzaus Nummer 2. Und dann starten wir neu. Neu fangen wir an. Komm jetzt, Meister. Packst das. Komm, auf. Ja, Tschosch bemühte sich natürlich, seine Nummer 1 ein bisschen wieder aufzurichten, neu einzustellen für dieses Match gegen den starken Tschechen, gegen Petr Korbel. Korbel ja ein ganz erfahrener Bundesligaspieler. Grenzau schon die 5. Station für ihn nach Mülheim, Altena, Düsseldorf und Essen. Dingy aber nun im 2. Satz viel, viel besser. Er hatte sein Spiel auf Anraten von Tschosch umgestellt, riskierte mehr beim Aufschlag von Korbel. Dingys Rückschlag wesentlich aggressiver nun und Korbel erwirkte ein bisschen verunsichert. Aber es ist kein Geheimnis in der Tischtennisszene. Gegen Korbel muss man die Initiative ergreifen. Wenn er selbst das Spiel diktieren kann, dann ist er kaum zu packen. Bester Beweis seine bisherige Saisonbilanz von 9:2 Siegen. Umgekehrtes Verhältnis, wie im ersten Satz. Die Zuschauer natürlich jetzt begeistert von ihrer Nummer 1. Dingy gewinnt den 2. Durchgang mit 21 zu 17. Und ausgeglichenes Spiel im Entscheidenden im 3. Satz. Und den Fans in der Halle war klar, das hier ist das Schlüsselspiel für Frickenhausen. Hier musste ein Punktgewinn her, um überhaupt eine Chance zu haben gegen den vermeintlich übermächtigen Spitzenreiter. Vielleicht einer der spektakulärsten Ballwechsel in diesem Match. Dingy versucht natürlich, die Ballwechsel kurz zu halten. Wie sagte noch sein Trainer, der Tschosch, im Alter, da zählen die Jahre doppelt. Und bei Dreisatz-Matches wie diesem hier, da entscheidet eben oftmals die Puste. Dingy ja immerhin 13 Jahre älter als sein Kontrahent aus Grenzau. Korbel wackelte nun, er hat ja schon oft gegen Dingy gespielt, ihn auch meistens geschlagen, zum Beispiel glatt in 2 Sätzen im Hinspiel. Aber hier war nun nichts mehr zu sehen vom souveränen Spiel des ersten Satzes. Dingy im Aufwind. Schauen Sie mal, wie motiviert, wie engagiert Dingy trotz seiner bald 40 Jahre immer wieder ist in den Spielen. Das macht ihn so wertvoll. Und wie sagte uns Altmeister Peter Stellwag noch, der als Betreuer bei Frickenhausen engagiert ist, der Dingy, der hat einen Siegeswillen, der ist einfach phänomenal. Ein relativ hoher Rückschlag von Dingy, aber trotzdem der Fehler von Korbel, der einfach ein bisschen durcheinander ist, irritiert von diesem unerwarteten Spielverlauf. Die Führung für Dingy. In der Weltrangliste, da trennen die beiden 24 Plätze. Korbel derzeit auf Position 30, Dingy auf 54. Aber dieses Match beweist erneut, dass Listenplätze nur ganz bedingt etwas aussagen über das Kräfteverhältnis. Die Leistungsunterschiede bei den Herren vor allem sind minimal. Es wird enger. Nur noch 18:16 die Führung von Dingy. Das Publikum steht wie ein Mann hinter ihrer Nummer 1. Immer wieder der Versuch, aggressiv zu Werke zu gehen, die Ballwechsel ganz, ganz kurz zu halten. Es kann nicht immer klappen. 19:17, Dingy.
Jetzt wieder Korbel, so ein bisschen mit dem Wind in Richtung Sieg. Manager Veit und Trainer Schosch versuchen beruhigend einzuwirken auf Dingyi. Das Spiel steht wirklich auf des Tischtennismessers Schneide. 19 Beine. Und vielleicht ist tatsächlich das Publikum hier, das begeistert mitgeht, der entscheidende, der kleine Vorteil für Dingyi, der jetzt einen Matchball hat. Und da ist es soweit. Dingyi schlägt Korbel mit 2:1 Sätzen. Ganz, ganz wichtig natürlich für Frickenhausen. Denn mit diesem Punktgewinn konnten die Schwaben nicht unbedingt rechnen. Da wird der Mut zum Risiko belohnt von Dingyi. Erwartungsgemäß dagegen der 2:0-Sieg von Chen Zibin gegen Philipp Saif, obwohl es vor allem im zweiten Satz ganz knapp zuging. Der große Sieger Dingyi bei Harald Schult. Dingyi gegen Peter Korbel, ein Höhepunkt des heutigen Abends. Es hat allen riesig Spaß gemacht, Ihnen dazu zu schauen. Recht herzlichen Glückwunsch, Dingyi, zu diesem Sieg über Peter Korbel. Ist natürlich toll, ins neue Jahr mit einem Sieg zu starten. Was haben Sie denn geändert nach dem ersten Satz, der ja doch klar verloren ging? War das nur eine Sache des Rückschlages? Ja, ich habe ersten Satz gegen ihn Rückschlag sehr schlecht gehabt, weil er hatte ohne Schnitt und sehr flach. Ich kann nicht sehen. Und das natürlich kommt sehr hoch Bälle und kann leichter Topspin. Also dann zweiter Satz, ich habe Ende gehabt. Ich habe mehr Flip auf seiner Rückhand und warte meine Vorhand, weil er Rückhand sehr stark auf parallel zu spielen. In den Sätzen 2 und 3 war es ja dann richtig knapp und man hat gesehen, da war viel, viel Emotion drin. Ist das genau das Spiel, das Sie lieben, wenn Emotion da ist und die Zuschauer so mitgehen wie in dieser Partie? Ja, wir Frickenhausen gegen Grenzo immer schwer gehabt, weil anfangen, weil die SF bei Leute auch zu mir gesagt, besser kämpfen, nicht in 0-6 zu verlieren. 2:2 steht jetzt. Ist denn Grenzo heute zu packen? Schwer zu sagen. Muss gucken, jetzt der Nielsen gegen Antje Gruber und Chiu jetzt gerade gespielt, SS hat gewonnen. Wenn drei, ich glaube, Chance für uns. Vorher wollen wir Ihnen aber noch etwas präsentieren zu Hause, nämlich den Penholdergriff. Da gibt es ja nur 2 in der Bundesliga und beide von Frickenhausen. Da bietet sich das heute geradezu an und natürlich in der Hauptrolle unseres Netzrolles, der Penholder Dingyi. Recht herzlichen Dank.